Abend, ihr Lieben. Ja, es ist kurz vor Neujahr. Tja, es ist relativ ruhig hier im Haus und auch in der Gegend. Wohnen etwas ländlich und deswegen hier gibt es auch nicht so viele Leute, die hier rumknallen. Wenn, dann ist das, sage ich mal, die Familie und ein paar Freunde. Und ja, letztendlich hatte ich mir gedacht, hieraus ein kleines Vlog-Video zu machen, was denn da kommt 2020 und ein kleines Video darüber, über eine große Liebe meinerseits, und zwar die grüne Fee. Ich denke, viele von euch kennen die grüne Fee nicht. Tja, die grüne Fee, das ist Absinth. Und das ist ein Getränk, welches ich oft mit meinen Touren verbinde, gerade abends, wenn die ganze Arbeit erledigt ist oder wenn ein Großteil des Weges geschafft ist, das Lager aufgebaut ist, dann nehme ich mir einen Schluck von diesem schönen Getränk. Das handelt sich da um Absinth, und Absinth an sich ist natürlich ein Getränk mit einer langen Trinkkultur. Und diese Trinkkultur möchte ich euch ein bisschen nahe bringen. Ja, bei Absinth handelt es sich um ein Anisgetränk, beziehungsweise Anis-Wermut- und Fenchelgetränk. Gemischt mit verschiedenen anderen Kräutern noch in Grün gehalten, gibt es dieses Getränk schon geraume Zeit, und es erfreut sich großer Beliebtheit, gerade in Frankreich und im Schweizer Bereich. Hierzulande eher eine Randerscheinung. Aber für mich durchaus sehr reizvoll, aus dem Grund, weil ich dieses Getränk als sehr entspannend empfinde. Einer der Hersteller von Absinth, beziehungsweise benutzt das als, sag ich mal, Werbespruch. Ich möchte jetzt den Namen des Herstellers nicht nennen, aber der benutzt das als Werbespruch, und der Werbespruch sagt Folgendes: Die Farben wurden warm und ein Engel führte mich an meinen Händen. Ne? So viel dazu. Die Wirkung von Absinth ist natürlich, weil es ein sehr hochprozentiges Getränk ist, sehr stark. Sprich, wir haben hier trinktechnisch eigentlich immer ein halbes Glas mit dem puren Absinth, und dann wird das mit Wasser verdünnt. So ist es eben halt bei Anis-Schnäpsen eigentlich üblich. Ich habe noch nichts getrunken, ich habe mich lediglich versprochen. Ja, und wie es eben halt üblich ist, verrührt man den Absinth und er marmoriert. Und dieses leichte Marmorieren an sich ist eben halt dem geschuldet, dass die Öle der Kräuter hier drin sich nicht ganz mit dem Wasser vermischen, und dadurch wird er so leicht trüb. Ja, vom Geschmack her ist es ein kräftiger, bitterer Geschmack, der sehr, sehr schnell an der Zunge prickelt und die Zunge leicht betäubt. Schönes Gefühl, kann ich nur jedem nahelegen. Wer starke Spirituosen mag, ist hierbei mit Sicherheit gut aufgehoben. Ja, das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Für mich YouTube-technisch das erste Jahr, wo ich mich aktiv damit mal ein bisschen beschäftigt habe. Vorher war es für mich eher so ein Spaß. Mittlerweile macht es mir mächtig Spaß, so ein bisschen zu vloggen und auch quasi so ein bisschen mal zu zeigen, was ich mache als einfacher Typ. Wie gesagt, nichts Besonderes. Ich bin auch keine Fachkraft für Außenaktivitäten etc. Ich habe auch nicht so super die Ahnung von Kräutern und Bäumen und sonst was. Ich bin einfach nur ein einfacher Typ, der die Natur liebt. Und für diese Liebe begeistere ich mich, und das bringt natürlich in einer Art und Weise ein bisschen Wissen mit. Sprich, ein paar Grundtechniken sind mir bekannt, aber ich möchte auch nochmal betonen, ich bin, weiß Gott, keine Fachkraft. Und lass mich immer gerne von, sag ich mal, Leuten belehren, die fachlich versiert sind. Sprich, wenn ich mal irgendwann Quatsch labern sollte, auch in Zukunft, sagt's mir einfach, ich nehme gerne Kritik an. Ja, 2020, was kommt? Mehr Videos kommen auf jeden Fall. Ich habe vor, ein paar Touren zu machen. Die sind jetzt nicht näher geplant. Ich habe ein paar Wälder mir ausgepickt. Die habe ich mir auf Google Maps rausgesucht, die mich sehr stark interessieren. Hat sich herausgestellt, dass das meistens mir am meisten Spaß macht. Sprich, weit ab von Wanderwegen. Mal gucken, was in dem Wäldchen los ist. Und da findet man oft so richtig kleine zauberhafte Orte. Ja, also auf jeden Fall mehrere Touren sind geplant. Weniger Gear-Videos. Ich werde mir weniger neue Sachen kaufen, weil
Wie ich schon letztens festgestellt habe, habe ich mittlerweile ziemlich viele Ausrüstungsgegenstände und meine Jägerhütte im Garten da drüben, die platzt. Und das ist nicht gut sowas, wenn man zu viel Klamotten hat. Aber ja, also ich werde mir weniger neues Zeug kaufen. Ich werde euch noch ein paar Sachen vorstellen, die sich über die Sparte Bushcraft gut und günstig bei mir bewährt haben. Sprich, da sind noch ein paar Rucksäcke dabei, Kleinigkeiten, günstige Ausrüstungsgegenstände, die eigentlich, so wie sie sind, total in Ordnung sind, die ich schon seit mindestens, wie gesagt, ein Jahr benutze. Ja, ich habe mir auch an der Mountain Warehouse Bibi natürlich die Finger verbrannt. Da kommt jetzt zwar noch der Alpgetunker, der war heute in der Post, den muss ich noch auspacken. Oh, auf jeden Fall, der liegt da hinten noch. Den muss ich noch auspacken, muss ich mir noch genauer angucken. Den werde ich diesmal genauer angucken. Ich werde euch zwar daran teilhaben lassen, werde aber vorab kein Fazit dazu beziehen, weil im Nachhinein hat mir das bei dem Mountain Warehouse Bibi nicht wirklich gefallen. Ich war anfangs begeistert und habe es dann gemerkt, dass die Ernüchterung kam. Das war ein Fehler gewesen, dass ich dieses Anfangsvideo hochgeladen habe. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Fazit, dass ich das nicht nochmal machen werde. Ja, ich werde jetzt erstmal einen Schluck trinken, dann reden wir noch weiter über das Jahr 2020. Ne? Prost auf euch und guten Rutsch, ne? Beziehungsweise frohes Neues, auch wann immer ihr das guckt. Ne? Prost. Uah. Kribbelt. Ah, es tut gut. Und lockert die Zunge. Ja, 2020. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, was die Abonnenten angeht, mehr als zufrieden. Ich hätte wirklich gar nicht erwartet, dass ich da irgendwas so um die 100 knacke. Dafür bin ich nicht interessant genug und auch meine Geschichte nicht. Und was ich eben halt zu erzählen habe, ist jetzt auch nicht das Nonplusultra. Mir ist durchaus bewusst, dass ich da wirklich eher zu einer Randerscheinung gehöre. Und das möchte ich auch weiterhin bleiben, weil alles andere ist auch gar nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe auf jeden Fall Spaß daran, dass es in so einem kleinen Rahmen gut funktioniert. Sprich, ich habe sehr, sehr viele auch nette Kommentare. Das freut mich. Daran seid ihr hauptsächlich schuld. Ne? Nein, das ist euer Mitwirken. Das finde ich ganz schön. Ich mag es, wenn es so gemütlich und klein in solchen Runden ist. Und das hat auch was Persönliches für mich. Das möchte ich beibehalten. Und da bin ich auch froh, dass ich die Sache ruhig angehen kann. Ich habe keinen Erwartungsdruck oder dass man irgendwelche Sachen von mir erwartet. Letztendlich natürlich habe ich meine eigenen Ansprüche, ne? Sprich die Videoqualität, die Tonqualität und, und. Wenn ich mir da ältere Videos von mir angucke, bin ich auf jeden Fall jetzt viel, viel zufriedener mit dem Endresultat. Und ich bin auch, was die Kamera angeht, mittlerweile ein bisschen, ja, natürlicher. Ja, ich lag die letzten paar Tage ein bisschen flach mit einer Grippe. Ich habe mich halbwegs gefangen. Bin noch immer angeschlagen, deswegen wird es auch jetzt in der nächsten Zeit keine großen Tourenvideos geben. Das Video ist in der Vergangenheit gedreht. Ich versuche es so zu spielen, ne? Dass es eben halt passend jetzt für die Zeit jetzt hier passt. Ja, bla blub, ne? Und sowieso. Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen guten Rutsch ins nächste Jahr und ja, letztendlich schauen wir mal, was wir hieraus noch machen gemeinsam. Ne? Klar, es ist auch ein Wirken von mir, aber wie ich schon gesagt habe, eure Zeit, ich danke euch immer für eure Zeit und eure Zeit ist mir wirklich ein Geschenk, weil das solltet ihr immer, sag ich mal, so sehen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben und wenn wir von dem teilen, wo wir nicht wissen, wie viel wir von haben, es ist in meinen Augen das größte Geschenk, was wir jemandem geben können. In der Hinsicht, ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch, wie auch immer. Macht's gut, ich wünsche euch was. Und freundliche Grüße von der Grünen Fee. Macht's gut, ciao. Wow.